aus dem Maintower Studio in Frankfurt, Hendrike Brenningmeier. Guten Abend und herzlich willkommen zu Maintower Weekend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das hat Hessen diese Woche bewegt. Die größte Massenkarambolage, die es bisher in Hessen gegeben hat. Diese Woche auf der A45 zwischen dem Gambacher Kreuz und Florstadt. Dort krachten im heftigen Schneetreiben 103 Autos zusammen. Das muss man sich mal vorstellen. Kein Wunder, dass die Abschleppdienste kaum hinterherkamen mit ihrer Arbeit. 38 Menschen wurden bei dem Mega-Unfall verletzt, 5 von ihnen schwer. Noch ein Unfall diese Woche, der selbst für erfahrene Feuerwehrleute eine Herausforderung ist. Auf der Kreisstraße zwischen Hattenbach und Niederaula kippt am Mittwochabend ein Schweinetransporter um. Zig Schweine sind eingequetscht in dem LKW, können sich nicht befreien. Das verzweifelte Quieken der Tiere ist in der gesamten Umgebung zu hören. Jetzt eine gute Nachricht. In Hessen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche erstmals seit 2008 etwas zurückgegangen. Insgesamt liegt sie aber immer noch bei 10.570 Fällen im vergangenen Jahr. Und dahinter stecken 10.570 Schicksale, wie das von Rosemarie und Walter Ladig. Die beiden kämpfen immer noch mit den Folgen des Einbruchs in ihre Wohnung in Wiesbaden. Ein Kind wird geboren. Das ist ein Gänsehautmoment überall auf der Welt. In Guinea, in Westafrika, ist es allerdings auch ein äußerst lebensgefährlicher Moment für Mutter und Kind. So auch im Fall des 14-jährigen Mädchens, das sich mit letzter Kraft zur Krankenstation schleppt. Eine Station, die es nur dank des unermüdlichen Einsatzes hessischer Ärzte und Pfleger überhaupt gibt. Können Sie dem jungen Mädchen und ihrem ungeborenen Kind helfen? Wer sich partout nicht mit einer Brille oder dem Tragen von Kontaktlinsen anfreunden kann, der wünscht sich meist eine Laseroperation am Auge. Allerdings bei Altersweitsichtigkeit hilft die Laser-OP gar nicht. Peter Lorenz aus Dillenburg hat sich deshalb für ein völlig neues Verfahren entschieden, dem Einsetzen einer sogenannten Kameralinse. Ja, Argentinien steht ja dank des neuen Papstes gerade hoch im Kurs. Und als ob wir es gewusst hätten, führt unser Maintower-Geheimtipp genau dorthin. Also natürlich bleiben wir auf hessischem Boden. Nur die Sinne, die dürfen sich auf Tango und auf argentinische Spezialitäten einstellen, die die meisten von uns wohl noch nicht kennen. 6,5 Millionen Euro Marktwert. Ich weiß nicht, wie entspannt ich da wäre als Fußballer im zarten Alter von 22 Jahren. Aber definitiv nicht so entspannt wie Eintracht-Spieler Sebastian Rode. Trotz seines hohen Marktwertes und der nicht ganz unwesentlichen Tatsache, dass er international begehrt ist, zeigt sich der junge Hesse total heimatverbunden in einem sehr privaten Gespräch mit Maintower. Ja, und das war Maintower Weekend. Jetzt folgt Kitsch, Kunst und Kurioses auf Museumsreise durch Hessen. Die nächsten Nachrichten aus Hessen dann wie immer um 19.30 Uhr in der Hessenschau. Und Maintower ist am Montag wieder für Sie da, wie gewohnt um 18 Uhr. Tschüss, schönes Wochenende.